Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit Gabriel Jesus Futis. Ich hatte es ja angekündigt im letzten Video, dass ich ihn schon gezogen hatte, da gab es ihn eigentlich noch gar nicht. Aber er hat irgendeinen Bock missgebaut und sie waren schon im Packs, die neuen Futis-Karten. Deswegen haben wir ihn hier gezogen im 500k-Pack, genauso wie Diego Carlos und Captivia. Die waren bei alle drei in dem Pack drin und wir werden jetzt einfach mal spielen und testen. Vielleicht werde ich noch ein paar Worte zu Diego Carlos und Captivia verlieren, aber primär geht es heute um Gabriel Jesus. 5-Star, 5-Star, Hoho Workrates 1,75, klein und bringt krasse Werte mit. Er geht auch für einiges auf dem Markt weg. Er kann, also er ist Stürmer, kann aber auch auf dem rechten Flügel agieren und wir werden ihn aber im Sturm testen. Tempomäßig haben wir da alles ausgeschöpft, was geht. Ich habe im Hawk verpasst, um vor allem die Physis nochmal ein bisschen mitzunehmen. Schusswerte sind überragend, die gehen fast alle aufs Maximum. Bis auf Volleys und Elfmeter ist da alles im maximalen Bereich. Passwerte sind super insane mit 94 kurzer Pass, 90 langer Pass, 91 Fade, 92 Übersicht. Dribblingwerte auch absolut geisteskrank. 98 Dribbling insgesamt, nur Reaktion und Ruhe sind so die einzigen Punkte, die rausstechen. Mit 95 muss man auch erstmal sagen, ist das alles andere als schlecht. 99er Kopfballpräzision mit einer 95er bzw. 99er Sprungkraft bringt er mit, 96 Ausdauer, 88 Stärke und 99 Aggressivität. Dazu den angestellten Schuss, den Flair-Trade, den Power-Kopfball, Flair-Pässe und den Außenriss-Schuss. Also eine absolute Endgame-Karte. Wir werden reingehen in die Weekend League Quali. Ich habe da noch zwei Spiele offen und gucken wir mal, ob wir dann auch noch in die Weekend League gehen oder in den Footies Cup. Erstmal, let's fetz. Da haben wir erstmal einen schönen Pass von ihm gesehen und Vorlage ist direkt komplett durch und der passt. Erste Vorlage, Jesus, und was ein schöner Pass das war. Der hat ganz genau gepasst. Der passt. Wieder ein schöner Pass von ihm und die nächste Vorlage. Einfach durchgesteckt, der Ball ist im Tor. Das macht er, also spielerisch, als einfach als mitspielender Stürmer, super geil. Da super schön durchgesteckt für Son. Der Munus muss nur noch einschenken und der Gegner wird quitten, Fragezeichen. Schöner Laufweg von Jesus. Schöner Laufweg und mit dem schwachen Fuß haut er das Ding in den Winkel, als wäre es sein starker Fuß. Absolut insane. Wieder ein guter Laufweg von ihm. Der Gegner macht nur noch Scheiß. Geht er rein? Nein, der geht nicht rein. Aber das wäre wieder ein Tor gewesen. Und das war super, super Laufweg einfach, den er von ganz allein macht. Oh ja, das war wunderschön gemacht. Jesus lässt da den Torwart ganz alt aussehen. Und nach 7 Minuten steht sie schon 2-0. Ist das der Sieg? Das ist der Sieg. Somit haben wir in der Quali einfach mal Rang 1, 10-0 geholt. Okay. Nice. Okay, ich habe jetzt schon zwei Spiele aus diesem Footies Cup gequittet nach 1-0, weil das einfach pures Geschwitze ist. Sobald man in Liga 1, Liga 2 oder Elite oder so spielt, dann wird es einfach nur noch, macht dann einfach keinen Bock. Deswegen, wir ziehen schon mal gleich nachher zwei Spiele erstmal ab, mindestens. Und das ist die Vorlage von Jesus, der jetzt mal als rechter Stürmer agiert im 3-4-3 oder so ist es, glaube ich, ein 3-4-3. Und wieder eine super Vorlage, ein schöner Pass, der kam genau on point. Kann mich wirklich nicht beschweren bei ihm. Schön gemacht, schön dagestanden und Jesus macht ihn da super easy rein. Also wirklich, grün getroffen natürlich, aber trotzdem platziert und Tor. Also gar nichts zu machen für einen Torwart. Okay, 4-0 Führung, mein Gegner kriegt den Ball hinten rum, ich hole mir was zu trinken. Oh, das war herrlich gemacht. Herrlich gemacht. Annahme, Übersteiger und dann ist der Ball im Tor. Und der Gegner ist wieder so ein richtiger Schwitzer, Alter. Dieser Footies Cup, er zerstört einfach nur alles in einem drinne. Ah, da sehen wir auch mal, er kann auch Bälle erobern, also. Oh,
Oh, Jesus, wie er sich da durchsetzt und wie ich dann den Schuss verkacke. Oh mein Gott, wie ich den Schuss verkacke, aber wie er sich krass gegen Koulibaly durchgesetzt hat. Ah, und dann Red Timed, ey. So bitter. Oh, stark, wie er da durchkommt. Und dann leider scheitert. Aber er fühlt sich super geil am Ball an. Boah, wunderschöner Außenrissschuss gemacht von ihm. Wunderschön. Ich war mir die ganze Zeit unsicher, ob der reingeht. Aber das war wunderschön. Wie er da durchgeht, die Kombination war herrlich. Und dann einfach zu schnell für den Gegner. Und der Schuss. Ich habe keinen L2 gedrückt oder so. Den hat er von ganz allein gemacht. Auch getimed war er nicht. Weltklasse. Oh, was eine Rakete. Was eine Rakete war das denn? Und den kriegt er, weil er den mir auch eingeschenkt hat, als er das Spiel gedreht hat. Wow, ich hatte noch 100.000 Meter Platz zum Laufen. Hab gedacht, komm, wir probieren es mal. Grün getroffen. Und das Ding wackelt im Netz, Alter. Und ich würde sagen, wir können in ein Fazit gehen. Wir können in ein Fazit gehen bei dieser Karte. 8 Spiele. Die Statistik ist falsch. Er hat keine, nicht nur 2 Tore, 2 Vorlagen. Weil das ist so dumm. Ich verstehe nicht, warum es so ist. Freundschaftsspiele zählen nur bei Spielen, also gespielte Spiele, da zählen Freundschaftsspiele rein, nicht bei Toren oder Vorlagen, richtig dumm. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, ihr habt es aber gesehen, wie viele Vorlagen und Tore er gemacht hat. Absolut geisteskranke Karte, natürlich hat sie auch ihren Preis, aber es lohnt sich. Endgame-Karte und ich verabschiede mich. Abonniert den Kanal, sonst bin ich ein bisschen traurig. Tschüss.